Regeltechnisch wird das den Mast nicht stärken, aber jetzt wachsen Blätter noch im Stämmen. Ja, das ist okay. Ich habe getan, was ich konnte. Ja. Und genau. Dabrajan wohnt jetzt in eurem Schiff. Ja, das ist okay. Dann würde ich gerne noch was anderes tun. Und zwar, nachdem ich das gemacht habe, würde ich gerne noch ein bisschen, weil mir aufgefallen ist, dass ich, wenn ich mal ohne Waffen dastehe, wirklich ohne alles dastehe, gerne noch mit den Mannen ein bisschen trainieren, beziehungsweise mir Tipps und Tricks für den unbewaffneten Nahkampf geben lassen. Du siehst, wie Rafim nebenbei mit Major Tioma 3 Schwerger trainiert und du kannst dann mit Isma Ban hat eine Waffe mit dem Matrosen, mit dem Vollmatrosen, mit dem Sprecher der Matrosen kannst du dann trainieren, der dir dann so richtig die ekelhaften Tricks zeigt, ne? So, und, ja, jetzt kannst du hier, wir sind zwar an Bord deines Schiffes, aber wenn du dann irgendwie gerade auf Land kämst, dann nimmst du dir einfach so einen Kelle von Dreck und dann schmeißt du ihm das ins Gesicht. Das ist eine gute Idee. Ha, da habe ich gar nicht dran gedacht. Kannst du auch mal einen Fuß machen, so hier, zack. Und dann stichst du mal durch, so, zack, 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 voll in den Bauch rein, dann drehst du noch so ein bisschen. Geil, dann blutet er aus wie ein Schwein. Das ist ja eine sehr gute Idee. Wenn ich den Dolch so in meinem Ärmel verstecke, dann kann ich... Wenn du von hinten kommst, immer in die Nieren rein. Das tut besonders doll weh. Aha. In die Nieren. Das ist genau auf meiner Augenhöhe. So richtig schön schnell. So. Besser rein, Gedärme raus. Ich sehe schon. Ich verstehe. Wenn du mal eine freie Minute hast, kannst du das mal üben. Kauf dir neue Hühner ein, hat er gesagt. Und wenn wir dann unten die Hähnkipfe machen, dann kannst du mal an so einem toten Hahn üben. Was ist eigentlich mit Zelchion Zun? Hast du das mal gesehen? Das ist das beste Huhn, das es so gibt, aber das wissen mittlerweile alle. Nur die dummen Trollzacker verwetten immer die ganze Zeit ihren wenigen Sold, den sie kriegen. Und die kannst du mal voll abzocken. El Chikoron heißt es, oder? Ja, Mann, El Chikoron, die besten Wetten. Interessant, so. Ich habe gehört, dass er sich demnächst irgendwie ein paar Haizähne oder sowas kaufen will. Die will er dann El Chikoron an die Füße dran basteln. Das wird ja interessant. Naja. Derweil bei Abelmir. Ja, wie gesagt, ich beschäftige mich hauptsächlich mit diesem Rätsel. Probiere alle möglichen Kombinationen aus, Buchstabenverschiebungen oder sonstigen kryptografischen Methoden, die mir so in den Sinn kommen. Dann würfel noch eine weitere Kryptografieprobe. Denn es gibt ja noch ein Rätsel zu lösen. 5 Punkte und beim letzten Mal hattest du, glaube ich, 7 Punkte. Wir können ja zusammen eine Probe machen. Ja, genau. Hast du auf alle Fälle noch Zeit. Gib mir nochmal eine zweite Kryptografieprobe. Und nach entschlüsselst du den Code, der nicht von Hafax stammt. Einen Hafax könntest du wahrscheinlich nicht knacken. Sehr wohl aber einen bellhaarigen Manning. Ich würde dann auch langsam übertragen, diese Buchstaben, die ich da enträtselt habe, auf ein zweites Stück Papier und Pergament. Und das erste war, wie gesagt, ziemlich einfach. Das zweite war dann wesentlich komplizierter, eine komplett andere Art und Weise der Kryptographie, ein ganz anderer Schlüssel, ein Additionsverfahren, was dir so noch nie untergekommen ist, wo du eben auch viel bei rechnen musst. Und vor allem war es unsichtbar und konnte dann eben nur durch das Schlüsselwort dann eben auch aufgedeckt werden, weil dir die alchemischen Kenntnisse fehlen, um das Profan dann zu sehen. Aber nach der ersten Nachricht, Überbringen des Befehls nach Beilung, Konfrontation vermeiden, Kontaktaufnahme mit Ogerkreuz im neuen Auge, offenbart sich dir auch der nächste und letzte Text an den Spion in Beilung. Derweil bei Zulamin. Oh. Zulamin möchte eigentlich diese Substanz, die sie von Boltags Füßen abgekratzt hat, mit den Magierinnen besprechen. Gerade aber sucht sie eine Katze und steht in der Schreinerwerkstatt. Oh, Angroschminia, sag mal, hast du eine Katze gesehen hier? Die Katzen, hier lief ja vorhin eine rum, aber jetzt seit den letzten 2 Stunden nicht mehr. So eine kleine, braungetigerte? Nee, weiß ich gerade nicht. Tut mir leid, ich bin gerade mit dem Mast beschäftigt. Boltax hat da wieder irgendwas mit seinem LMK gemacht.
Ach, oh, aber entschuldige. Ja, kein Problem. Wie gesagt, guck dich um. Ich weiß nicht, ob dahinter im Holzschuppen, musst du mal gucken. Oder da im Waffenlager, da ist noch, hier ist das Schlüssel. Moment, ich glaube nicht, dass es Probleme gibt. Du bist ja auch Offizierin. Nein, da ist sie bestimmt nicht reingegangen, wenn hier abgeschlossen ist. Ingra Mosch, hau jetzt den Hammer da an. Ja, ja, da drüben. Ja, genau. Entschuldigung, Zulamin. Ja? Alles gut. Ich schaue noch da hinten beim Holzstapel und dann bin ich auch schon wieder weg. Ja, wie gesagt, vor 2 Stunden lief ja irgendwo eine rum, aber die ist ganz schnell wieder wegen den Geräuschen dann. Das Hämmern mögen die Katzen nicht, deswegen, das haben die schon gelernt. Ah, gut, dann suche ich wohl besser woanders. Okay, dann mach's gut. Gutes Gelingen. Ja. Ja, Zulamin strummert dann noch so ein bisschen unter Deck rum und schaut, wo sie sich vorstellen kann, dass es Katzen gut findet. Aber Benji wird sie nicht finden und so wird die Sorgenfalte auf ihrer Stirn noch ein bisschen tiefer. Aber sie geht dann zu den Kajüten von unseren Bordmagers und klopft dann erstmal bei Magistra Kohlrab. Ja, herein. Lumin öffnet. Magistra. Ja. Nun, als wir durch den Sturm gesegelt sind, kam es zu einem Zwischenfall unter Deck, während ihr so heldenhaft an Deck mit Abelmir uns heil aus der Sache herausgebracht habt. Ich denke aber, man sollte sich die Sache noch einmal ansehen. Von welcher Sache sprecht ihr? Unter Deck? Nun, es ist offenbar irgendetwas ins Schiff eingedrungen. Mir wurde gesagt, es wären durchsichtige Würmer gewesen. Hier, ich habe in der Fiole die Überreste davon. Nun, meine Gefährten haben sie offenbar getötet, aber die Überreste sind ins Holz eingesunken und haben sich wohl auch in Holz verwandelt. Ich denke, man sollte sich das noch einmal ansehen. Tja, das kann ich gerne tun, allerdings brauche ich dafür ein Labor. Da ihr es vorgezogen habt, keine Setianer eins zu geben. Ich könnte mich natürlich dazustellen, aber hier in dieser Kajüte kann ich wenig tun. Nun, dann werde ich diese Substanz wohl besser Kanizitianer geben, aber vielleicht mögt ihr mich zu der fraglichen Stelle begleiten und einen Blick darauf werfen? Wollt ihr sagen, dass ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Alchemistin habt? Das möchte ich nicht sagen. Ich bin sicher, dass eure Fähigkeiten als Alchemistin so groß sind wie eure als Magierin. Aber nun, wie ihr sagt... Wusstet ihr, dass die alchemische Fakultät mit der magischen verbunden ist und sie im gleichen Gebäude in Festum sitzen? Nein, ich weiß leider wenig über Festum, aber ich weiß, dass Al-Akhami, nachdem die Fasara-Akademie benannt ist, nun als Begründer der Alchemie gilt. Nun, mit diesen Personen pflege ich keinen Umgang. Euch ist aber bewusst, dass ich den Rang einer Magistra trage? Nun, ich habe sogar gehört, eine Erzmager? Tja, das war meine Mutter. Oh, verzeiht. Mein Fehler. Nun, nichtsdestotrotz gebührt euch als Mager und Magistra sicherlich große Achtung. Ich denke schon. Nun, ich begleite euch gerne nach unten. Schade, dass ihr keine Setianer mir vorzieht. Aber dann sei dem so. Ja, oh, damit bitte. Kleidet sie sich einmal an, wirft ihren Übermantel über und begleitet dich dann. Oh bitte, das ist kein Grund, beleidigt zu sein. Ich würde es eher als Aufgabenteilung ansehen. Schließlich müssen wir nicht ununterbrochen euch bemühen. Und dann führe ich sie unter Deck, wo man hoffentlich noch ein bisschen was von den Kreidestrichen sieht. Ja, sie betrachtet das Ganze, wirkt ein Odem, wirkt ein Oculus Astralis und wird dann feststellen, dass sie nichts feststellt.
keine dämonischen Signaturen. Tut mir leid. Merkwürdig. Aber nun, wenn ihr nichts feststellen könnt, dann kann sich ja niemand etwas feststellen. Nun, zumindest sind sie nicht magisch. Was auch immer die hier war, vielleicht mögen es Dämonen gewesen sein, aber die Signatur ist zumindest verloschen. Nun, dann habt Dank für diese Erkenntnis. Das ist zumindest ein wenig beruhigend. Denn, wie gesagt, wenn ihr hier nichts Ungewöhnliches mehr feststellen könnt, dann gibt es hier wohl auch nichts mehr zu sehen. Also gut, dann hoffe ich, dass keine Setiana mehr euch erhellen kann. Nun, ich gehe dann mit ihr zusammen wieder hoch und denke mir, dass sie eine wirklich anstrengende Person ist. Ist sie. Und klopfe dann bei Kani Setiana. Ja, herein. Oh, verzeiht, ich hatte eure Tagebücher, ich hab's schon wieder vergessen. Das Chaos. Ich habe ja auch immer viel zu tun und gerade jetzt während des Sturms sind mir einige Sachen trotz Butter eingegossen kaputt gegangen und dann wollten auch so viele neue Heiltränke und Kein Problem. Von mir habt ihr ja keine Tagebücher. Aber hab ich nicht. Stimmt, ihr habt recht. Kann ich welche haben? Nein, dieses Thema hatten wir doch schon. Aber ich habe etwas anderes für euch. Seht her. Ich halte ihm das Fläschchen vor die Nase. Oh, interessant. Das sagt mir nichts. Das sind die Überreste dieser Kreaturen oder was auch immer es war. Mir kam der Begriff des Protofleisches in den Sinn. Es scheint eine gewisse Ähnlichkeit zu haben oder vielleicht ist es sogar so etwas. Nun, jedenfalls, während wir durch den Sturm segelten, ist es von unten durch die Planken in das Schiff eingedrungen und nun, ich denke, man sollte das etwas näher untersuchen. Sehr gerne. Interessant. Ich setze mich gleich daran. Er nimmt einmal so einen großen Bunsenbrenner, nimmt er einmal von so einem Fläschchen weg und pustet ihn einmal aus. Und du wisst ja, das Bemerkenswerte war, dass sich die Überreste am Boden auf den Planken augenscheinlich in Holz verwandelt haben, während diese Überreste von Boltaks Fuß stammen und sich nicht verwandelt haben. Das heißt, es gab eine Wechselwirkung mit dem Holz, ja, mit totem Humus. Ja, möglicherweise, aber Magistra Kohlrab konnte gerade nichts mehr feststellen dort unten, also nichts Magisches. Keine Signaturen, ja, okay. Nun, ich wüsste gerne, ob noch Anlass zur Sorge besteht. Vielleicht könnt ihr da noch etwas herausfinden. Verborgenes Wissen. Ja, sehr gut. Ihr werdet sicher eine Weile brauchen, oder? Er kramt einmal in einem Hängeschrank herum. Du siehst ja wohl, wie ein paar zerfledderte Seiten dich fast anspringen. Und holt dann ein kleines Effort-Vademekum hervor, was ebenso zerrupft aussieht wie das Sinne-Vademekum. Schiebt dann schnell den Hängeschrank wieder zu und blättert ein bisschen im Effort-Vademekum. Ja, was macht ihr denn mit dem Vademekum? Nach Kreaturen Ausschau halten, die sich in der Tiefe des Wassers verstecken. Vielleicht kann mir dieses Buch ja dabei weiterhelfen. Ansonsten habe ich noch irgendwo ein Prems Tierleben herumlegen und dann schaue ich mir mal die Signatur dieses Protofleisches an. Gut, dann lasst es uns wissen, wenn ihr etwas herausgefunden habt. Ja, natürlich. Und ihr könntet dann ja nochmal überlegen wegen euren Tagebüchern. Falls ihr den erotischen Teil herausnehmen wollt, daran bin ich gar nicht interessiert. Ihr glaubt wirklich, es gibt nicht erotische Teile? Er wird rot. Ich zwinkere ihm zu und verlasse die Kajüte. Ja, er ist sehr rot geworden. 10 Stunden später. Ihr trefft wieder zusammen. Das Büro knallt die Tür auf und Lena spaziert herein wie ein Hahn, der gerade einen Kampf gewonnen hat und stellt ihm sehr stolz eine Flasche Bosporania mitten auf die Papiere, an denen er gerade arbeitet. Was hier ist das? Bosporania. Schau ihn von unten nach oben an. Das Etikett ist, er hat sich Mühe gegeben, das falsche Etikett drüber zu kleben. Aber es ist das falsche Etikett drüber. Ich denke, das merkt man bei einer eingehenden Betrachtung. Ich schaue mir die Flasche mal genauer an. Und ich gebe zu, ich habe nicht exakt denselben gefunden, aber wir sind auf Maraskan. Was erwartet ihr? Er war teuer. So. Ich sehe mal, kann ich dieses falsche Etikett einfach abziehen? Ich glaube, ja.
müsste man es nicht so, als hätte ich Sekundenkleber ja, oder du so. Du würfelst eine Sinnschärfeprobe, du kannst es ertasten, du kannst es auch sehen. Ja, Jalen hat halt nur eine Hand, seien wir ehrlich. Dann würde ich das mal kommt abziehen dazu. Und das alte Etikett zum Vorschein bringen und ihn nochmal fragend anschauen. Ja, du ziehst so ein bisschen die Augen hoch, das ist ein ziemlich guter Tropfen. Und ich wollte, dass ihr euch so fühlt, als wäre es wie zu Hause. Plagt aber sie hatten euch. Keinen ocharischen. Plagt euch der Diebstahl? Was heißt denn, Abelmir? Diebstahl ist so ein hartes Wort. Du hast ihn nie benutzt. Die und ich Kiste dachte mir, ich leihe ihn mir aus und kaufe dir, wenn wir das nächste Mal in Kunium sind, einen neuen. Nun, die Kiste war verschlossen. Gemeinhin nennt man so etwas Diebstahl. Oder hat ein Preisgewalter ein anderes Wort dafür? Also, Abelmir, das ist doch nun wirklich... Kannst du dich nicht freuen? Weißt du eigentlich, wie viele Maraskaner ich fragen musste, bis ich das Ding hatte? Klatsch sagt insgesamt 12. Ich knalle die Tür zu. Wolltest du auch mitmachen? Jetzt nicht mehr. Nein, ich bin gerade draußen vorbeigegangen. Achso, gut. Ja, ich betrachte die Flasche, stelle sie erstmal beiseite und ordne wieder meine Notizen. Ach, Preis. Also manchmal frage ich mich wirklich... Das hat doch damit gar nichts zu tun. Du bist ja rausgegangen, oder? Ich meine, die Tür zu, weil Voltax ist gerade vorbeigegangen. Voltax ist nur wie so ein Klugscheißer vorbeigegangen, hat einem eine Sache gesagt und ist weitergelaufen. Nun, betrachten wir es als erledigt, aber in Zukunft lasst meine Kiste in Ruhe. Naja, gut. Ich fasse eure Sachen ja auch nicht. Ist ja gut. Gut, dann wäre es klar. Hier, ich habe übrigens dieses Rätsel gelöst. Oh, nun, dann hole ich wohl erstmal die anderen herbei, ja? Ja. 5 Minuten später. Die Flasche ist halt verstaut. Ihr sagt, ihr habt was Neues, Kapitän? Ja, ich habe dieses Rätsel gelöst, diesen Code. Ja, ich habe auch ein Rätsel gelöst, aber das ist sicherlich nicht so wichtig wie eures. Ich habe eine Menge Klatsch gehört heute. Das ist noch unwichtiger. Ich habe mir 3-mal den Finger geschnitten. Das habe ich gesehen, aber ich habe mich mindestens auch genauso blöd angestellt. Ich weiß, woher die 10 Nägel in unserem Essen kommen. Oh, ihr zuerst. Der Schiffskoch Answin, der schneidet die wohl täglich und das voller Absicht ins Essen. Ich dachte, ich besuche den mal später. Wie kann es sein, dass überhaupt noch etwas übrig ist? Das wundern sich die Kirche auch immer, aber die haben da nicht interveniert. Scheinbar muss er die täglich schneiden, die wachsen wohl. Wenn ihr eine wirklich gute Wette machen wollt, dann solltet ihr auf El Chigoron wetten. Die Trollsacker wetten immer dagegen. Kommen wir vielleicht zum Punkt der Sache? Ja. Nicht zum Punkt der Hühner. Nein, natürlich, Kapitän. Ich schaue etwas irritiert von einem zu anderen, was sie mir für Blödsinn erzählen. Nun, das Rätsel lautet folgendermaßen. Die Lösung lautet folgendermaßen. Unbedingt Einschiffen des Marschalls verhindern, Sabotage beschleunigt, durchführen, Booten zur Unterstützung nutzen. Des Marschalls. Und es gibt nur einen Marschall. Es gibt in der Tat nur einen Marschall, aber warum sollte der sich auf den Weg nach Gaskan machen? Nicht Jindaskan, Beilung. Nach Beilung. Nun. Nein. Die Nachricht sollte nach Beilung. Also die Nachricht doch sollte von nach Beilung. Das Einschiffen des Marschalls sollte verhindert werden. Richtig. Und nun, wenn Manning auf dem Weg nach Jindaskan ist, nehme ich an, erwartet er den Marschall dort? Dies macht keinen Sinn. Aber wer bist ist du dir der sicher? Marschall? Nun, der Marschall der Sonnenlegion, nehme ich an. Nein, es geht um Hafax, vermute ich auch. Hafax ist nicht der Marschall, Hafax ist der Fürstkonsul. Ja, überhaupt. Und warum sollten Mannings, damit auch Hafax Leute, sein eigenes Einschiffen verhindern wollen? Und warum sollte dies in Beilung passieren? Ich weiß es nicht. Ich dachte, Hafax Leute nennen ihn den General. Also, jetzt nochmal ganz langsam. Der Marschall der Sonnenlegion ist nämlich an einen Priot. Ja, selbstverständlich. Nun, ja. Er ist der Marschall der Sonnenlegion als solcher nicht geweiht. Das ist ja egal. Aber er ist ein dem Praios nahestehender Mensch, nicht wahr? Er ist im Rate des Lichts.
was auch immer das ist. Dann steht es ihm auf jeden Fall wahrscheinlich sehr zu Gesichte, wenn er sich nach Beilung begibt, eine Stadt, die sehr Priusgläubig ist, nicht wahr? Nein, Beilung wird von Gareth aus größtenteils ignoriert, ab und an erfolgenden Pilgerreisen einmal abgesehen. Aber was will er dann da? Deswegen sage ich ja, dass dies keinen Sinn ergibt. Er müsste sich erst einmal bis nach Beilung begeben, wo er ihn auch seit Beginn der Belagerung nicht mehr gesehen hat. Denn nun, es ist gefährlich und die Sonnenlegion hat mehr zu tun. Könnte es mit dem Verschwinden des Heiligen Lichtes zu tun haben? Das würde bedeuten, dass ihn auch dieser Quanionen-Wahnsinn gepackt hat. Ich hatte ihn eigentlich als einen besonderen Mann im Sinn. Dann habt nicht ihr euch mit keiner Zitianer wegen einer Tulpe deswegen gestritten. Ja, und dieser Streit hat ihn offenbar davon geheilt. Immerhin. Fragen wir übrigens mal ins Off. Wer ist eigentlich gerade der Marschall der Sonnenlegionen? Ich habe kurz ins Wiki geschaut, aber da ist nur Priorwin von Orkenfeld, der aber erst in zwei Jahren oder so dran ist. Das ist richtig. Priorwin von Orkenfeld. Okay, der ist also gerade schon. Und der hat sein halbes Leben der Sonnenlegion gedient und ist jetzt der Sonnenmarschall. Das stimmt schon. Das einzige und, nicht geweihte mit dem Rat des Lichts, das weiß ich noch. Und seit dem Jahr des Feuers ist er dann an die Spitze des Ordens befördert worden, weil es dann eben sehr ausgedünnt dort oben war, was ihr ja selbst mitbekommen habt. Ja, dem Alten ist ja buchstäblich die Decke auf den Kopf gefallen. Genau, er ist sehr leidenschaftlich für seinen Dienst an Prius. Und ja, im Prinzip ist er ein Mann der Vernunft, möchte man sagen. Also er ist halt schon Priot durch und durch, aber schon vernünftig und tief im Glauben. Ein Pragmatiker. Ja. Nun. Ich bin mir sicher, ich irre mich und es bedeutet irgendetwas anderes. Vielleicht ist Marshall ein Deckname für irgendeinen. Für irgendjemanden. Aber lasst es uns doch einmal von der anderen Seite angehen. Wie gesagt, dieser Sonnenmarschall wäre nicht der Mann für, nun ja, derlei vage Questen. Nun, er ist der Marschall der Sonnenlegion. Er hat Pflichten zu erfüllen. Er kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen und irgendwelchen Visionen nacheifern. Selbst wenn er sich von ihnen einnehmen lassen würde. In der Nachricht steht, dass es sein Einschiffen um jeden Preis zu verhindern gilt. Das heißt, unsere Feinde wissen offenbar mehr über seine Ziele und nehmen sie sehr ernst. Wie ich bereits sagte, vermutlich bedeutet Marshall in Wahrheit irgendetwas anderes. Ich kann es mir schwerlich vorstellen. Lasst mich einmal die folgende Frage stellen. Wenn dieser Agent diesen Brief nicht bekommt, dann werden wir doch gegebenenfalls, wenn wir zu diesem Eiland segeln, wo ihr so gerne hin möchtet, Yilaz Khan, eventuell auf die Person treffen, deren Einschiffen nicht verhindert worden ist, weil der Brief nicht zugestellt worden ist. In der Tat. Also wird sich dieses Rätsel von selbst klären. In der Tat. Also warum diskutieren wir darüber? Ja, wohl, das wollen wir das hat doch damit nichts zu tun. Na, ich wollte ja nur fragen. Ich gebe mich auch gerne fantastischen Diskussionen hin, so ist es nicht. Ja, über die Armbrust. Das sind keine Diskussionen. Nun, ja. Gehen wir davon aus, dass es wirklich der Sonnenmarschall ist, die aus Yilaz Khan, aus Preisdank, nun ja, ausschiffen will. Hier steht also, er soll eine Sabotage beschleunigt durchführen. Das heißt, es findet eine Sabotage statt. Vermutlich die Sabotage seines Schiffes? Vermutlich. Das wäre zumindest ein, nun ja, Anfangspunkt, wo wir starten könnten. Wir können allerdings auch nichts tun. Richtig. Außer jetzt den direkten Weg nach Beilung anzuschlagen und der ist weit und wir haben Wichtigeres zu tun. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ein Schiff in Beilung sinkt, nicht wahr? Wir könnten allerdings von Yilaz Khan aus einer Taube senden. Oder fünf. Oder zehn.